Gut. Und für die Tische vielleicht für jeden ein kleines Blumengebinde? Jochen? Mhm. Die werden sehr gern genommen. Frau Kamp. Danke. So. Wenn ich mal unsere Alternativen zeigen dürfte. Das ist dann die preiswerte Variante und das hier ist dann schon ein bisschen hübscher. Was würde sowas denn kosten? Frau Kamp, wir möchten Ihrem Mann seinen letzten Weg doch so schön wie möglich gestalten, oder? Ja, dann nehme ich die größeren Gebinde. Die größeren Gebinde. Frau Kamp, war Ihr Mann eigentlich ein religiöser Mensch? Er ist katholisch erzogen worden, aber wir waren jetzt keine Kirchgänger. Ich glaube, dann hätte ihm das hier bestimmt gefallen. So, jetzt schauen Sie mal. Das sind traditionelle chinesische Pinkekatzen. In der rechten Tatze hält sie eine Münze und mit der linken Tatze winkt sie Glück und Reichtum herbei. Man kann es natürlich auch so verstehen, dass sie ihrem Mann lebewohl winkt. Im Handel kostet das Dreierset über 100 Euro. Wir können Ihnen das Dreierset in Verbindung mit den großen Tischgebinden für 69 Euro anbieten. Das hätte Ihrem Mann doch bestimmt gefallen. Nee, ganz bestimmt nicht. Mein Mann fand so ein Tinnef ganz furchtbar. Ich möchte die Dinger nicht. Dankeschön. Frau Kamp, wenn wir Sie richtig verstanden haben, dann war Ihr Mann ein Mensch, der Musik sehr gemocht hat. Ja, schon. Ich denke, dann haben wir hier was für Sie. So, jetzt schauen Sie mal. Die 40 geilsten 80er-Hits. Party, bis der Arzt kommt. Da ist wirklich alles drauf, was Stimmung macht. Da hätte Ihr Mann bestimmt Spaß dran gehabt. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja, ja. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja, ja. Die CD kostet Sie im Handel 29,90 Euro. Wir können sie Ihnen im Paketpreis in Verbindung mit den Glückskatzen und den Tischgebinden für 25,90 Euro anbieten. Sie sparen 4 Euro. Aber ich will die blöden Glückskatzen noch gar nicht haben. Die 25,90 Euro gelten nur in Verbindung mit den Glückskatzen. Frau Kamp, Ihre Trauer in allen Ehren. Aber es geht hier nicht darum, was Sie wollen, sondern was Ihr Mann gewollt hätte. Egoismus ist hier, glaube ich, völlig fehl am Platz. Schauen Sie, wir machen Ihnen ein Angebot. Sie nehmen die großen Gebinde, die Glückskatzen und die 80er-Jahre-Hits und wir legen für Sie noch etwas obendrauf, umsonst. Na? So, schauen Sie mal. Das hätte Ihrem Mann bestimmt gefallen. Sollen wir es so machen? Schon komisch, jetzt hier die Wohnung auszuräumen. Ja, irgendwann mussten wir ja herkommen. Mama ist jetzt seit über einem Jahr tot. Oh Gott, was hat Mama denn hier für einen Krempel rumstehen? Ist ja furchtbar. Guck mal hier, das muss an unserer Kommunion sein. Das ist ja lustig. War komisch, dass sie am selben Tag war. Muss doch, sonst hättest du doch wohl im Leben nicht auch so ein Kleidchen angezogen, oder? Guck mal hier. Wie jung die Mama da aussieht. Ich wusste gar nicht, dass sie braune Haare hatte. Die hatte doch immer blonde Haare. Aber viel interessanter finde ich, dass sie mit einem Schwarzen zusammen war. Dann stimmt es also doch, dass wir vom Postboten sind. Was machen Sie hier? Wie wir? Was machen Sie im Haus unserer Mutter? Das ist das Haus von Frau Nolte. Ach ja? Und wo wohnt dann bitte schön Marianne Leisten? Die ist 1986, glaube ich, ins Haus nebenan gezogen. Warte mal, das kommt hin. Wir haben Sie 85 das letzte Mal besucht. Ja, und was ist denn bitte mit all den Fotos? Ja, nichts für ungut. Schönes Haus. Richtig, kein Wunder, dass der Schlüssel nicht gepasst hat. Ja, da sagst du was.
Ja, nochmal mein herzliches Beileid. Ich weiß, dass es gerade eine sehr schwere Situation für Sie ist, aber wir stehen Ihnen in allen Fragen jederzeit zur Verfügung. Ich auch. Entschuldigung, was soll das jetzt? Das ist Schnipsi. Schnipsi, sag mal guten Tag. Keine Lust, die stinken. Entschuldigung, Schnipsi ist ein bisschen schüchtern. Wir haben festgestellt, dass das Angehörigengespräch gemeinsam mit einer Puppe wesentlich entspannter abläuft. Ähnlich wie bei Therapien mit Kindern. Also, wer ist denn jetzt abgekratzt? Sprechen Sie ruhig mit Schnipsi. Mein Schwiegervater. Und hatte der alte Sack Geld? Da haben wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Also, wenn er Geld hatte, dann hauen wir mal so richtig auf die Kacke. Mit weißem Eichenholzsarg, Brokathemd, dem ganzen Programm. Los, Lampe, zeig's ihm. Schnipsi, Entschuldigung. Also, wir hätten hier einmal das Programm Elysium. Woran ist er denn abgenippelt? Schlaganfall. Ja, lag 2 Wochen in der Wohnung. Ui, dann nehmen wir wohl lieber eine Tupperdose und keinen Sarg. Die sind geruchsdicht. Der war gut. Ja, aber das ist alles so. Ja, ich weiß, aber dafür sind wir ja da. Also einmal Eiche Weiß für 7.500 Euro. Und das Brokathemd. Unbedingt das dicke Brokathemd. Wieso denn das Brokathemd, Schnipsi? Naja, sonst holt er sich noch den Tod. Der war jetzt wirklich gut. Kann man Schnipsi eigentlich auch für die Beerdigung buchen? Nur wenn du mir einen bläst. Oh, geht ja gar nicht. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, dass der Abschied von einem geliebten Menschen allen in würdevoller Erinnerung bleibt. Gerade beim letzten Gang auf Erden sollten wir aus unserer Trauer Kraft schöpfen können. Stopp! Schluss! Aus jetzt! Deine Mutter war die letzte Furie. Die hat uns das Leben zur Hölle gemacht. Und ich bete zu Gott, dass die alte Kackbratze da in diesem Moment auch schmort. Bis hier in der Scheiße schwimmend. Also können wir uns bitte diese ganze verlogene Pietät sparen und den Kadaver einfach nur irgendwie gesetzeskonform entsorgen? Bitte. Ja, wo meine Frau recht hat, hat sie recht. Also meine Mutter war wirklich ein bisschen schwierig. Ja gut, dann kommt vielleicht eine kostengünstige Urnenbestattung in Betracht. Die Urnen haben wir hier drüben. Wenn Sie mal mit mir hier rüberkommen wollen. Das ist zum Die hier wäre ganz passend. Was kostet die denn? Das ist unser Mülleimer. Den nehmen wir. Der passt zu deiner Mutter. Preis ist egal. Frau Kamp, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war Ihr Mann im Finanzwesen tätig? Ja, mein Mann war stellvertretender Filialleiter der Sparkasse hier im Hermesring. Wie wäre es denn, wenn wir da bei der Wahl der Urne ein bisschen drauf eingehen? Jochen? Hi. Frau Kamp? So. Jetzt schauen Sie mal. Da hätte Ihr Mann sicherlich Freude dran gehabt. Personen bis zu 150 Kilogramm Körpergewicht finden in diesem wunderschönen Schweinchen ihre letzte Ruhe. Ich weiß nicht. Also, mein Mann war überzeugter Vegetarier. Oh, das haben wir jetzt im Vorgespräch nicht sauber abgeklärt. Ich glaube, ich habe da was. So, schauen Sie mal. Vielleicht hätte das Ihrem Mann gefallen. Eine Ananas. Die wird sehr gern genommen. Gerade bei Vegetariern. Und gesund ist sie auch. Gesund? Also, ehrlich gesagt, ich habe mir da was ganz anderes vorgestellt. Im Vorgespräch hatten Sie oft erwähnt, dass Ihr Mann ein Mensch mit sehr viel Humor war. Wie wäre es denn, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen? Oh, ich weiß nicht. Den Kartoffelkopf oder doch lieber den Arsch mit Ohren? Den Kartoffelkopf, dann haben wir das Vegetarische gleich mit drin. Okay. So, jetzt schauen Sie mal.
Da kann man sogar die Augen und Ohren tauschen. Und später können dann sogar die Enkelkinder mit ihrem Opa noch spielen. Das hätte Ihrem Mann doch sicherlich gefallen. Sagen Sie mal, haben Sie nicht irgendeine ganz normale Urne? Frau Kamp, war Ihr Mann denn ein ganz normaler Mann oder war er vielleicht eher etwas Besonderes? Er war was ganz Besonderes. Also doch den Kartoffelkopf. Dann bekäme ich von Ihnen 2.400 Euro und noch ein paar Ersatznasen dazu.